Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich ein Tauschpaket für dich. Und zwar hat mich die liebe Jana mit J auf Instagram angeschrieben, das ist eine ganz, ganz liebe Zuschauerin von mir, ob ich nicht Bock hätte, mit ihr ein Tauschpaket zu machen. Und dann haben wir so hin und her geschrieben und nach einer Weile haben wir auch ein Thema gefunden und haben gesagt, Winter Make-up. Ja, also bei uns sind es jetzt aktuell 15 Grad, aber es ist Mitte Februar und ja, wir haben uns gedacht, so klassisch Weihnachten oder nur Winterpflege oder so macht keinen Sinn, aber Winter Make-up ist auf jeden Fall eine coole Sache. Deswegen, ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So. Hier haben wir das Paketi und dann machen wir das doch mal zusammen auf und gucken nach und nach rein. Ich bin sehr gespannt, was die liebe Jana mir da reingepackt hat. So, als erstes habe ich hier einen schönen Brief. Den lese ich mir kurz durch und guck mal, ob ich euch den vorlesen darf. Ja, ich glaube, das kann ich wohl vorlesen. Liebe Claudia, ich freue mich sehr, dir ein Tauschpaket senden zu dürfen. Ich schaue immer deine Videos und liebe sie. Auf jedem Produkt befindet sich eine Nummer, welche du in dieser Legende nachschauen kannst, damit du weißt, was ich mir gedacht habe, dir diese Produkte zu holen. Sehr geil. Viel Spaß und ich hoffe, dir gefallen die Sachen. Da gehe ich doch erstmal von aus, weil du ein so toller Mensch bist, ein so lieber Mensch. Ja, ne? Kann man das wohl mal machen, ne? Ich bin ganz aufgeregt. Ich nehme das jetzt einfach mal immer so von oben runter. Hier habe ich als erstes die Nummer 13. Und für die Nummer 13 steht hier eine Reihe von Masken für reine und gepflegte Haut. Oh ja, das kann man auf jeden Fall im Winter sehr, sehr gut gebrauchen. Weil ich finde, gerade im Winter hast du so nicht so schöne Haut. Jedenfalls ich habe das nicht so. Dann neigt die dann mehr dazu, auch mal einen Pickel raushauen zu wollen. Also Mr. Fred ist hier am Start. Da hatte ich hier letztens auch so viele, ne? Also so richtig krass. Ich weiß auch nicht, was das soll. Letztens hatte ich hier auf der Stirn sogar mal einen. Ich habe seit meiner Pubertät keinen Pickel mehr auf der Stirn gehabt. Wahnsinn. Okay, also hier haben wir vier mega coole Masken drin. Einmal von Be Routine, Glam Girls Fabulous Glam Peel-Off-Maske, Shiny Pink Glitter. Geil, eine pinke Glittermaske. Die wird ausprobiert, da freue ich mich drauf. Von Shams eine Schokomaske. Yum, yum, schmeckt lecker. Ernsthaft, darf ich die essen? Das finde ich cool. Vollmilchschokolade für alle Hauttypen. Verwöhnt Haut und Sinne. Ja, die Schokomaske schmeckt auch lecker. Geil, das finde ich richtig geil. Kann ich meine Maske essen? Dann, die hatte ich glaube ich schon mal. Garnier Hydra Bomb Augentuchmaske. Ja, ich finde sowas ganz angenehm. Also gerade jetzt so, ne, im Winter, wenn die Augenpartie so trocken ist, auch wenn man ein paar Jährchen älter ist, dann wird die Augenpartie halt mal ein bisschen trockener. Dann mache ich mir sowas gerne abends drauf. Das ist echt toll. Und von Essence die Time to Wake Up Maske. I'll be ready in 15 minutes. Hier, Hyaluron Boost. Ja, richtig cool. Dankeschön. Mensch, Jana, das ist cool. Vor allem die Schokomaske, da habe ich Bock drauf. Wenn ich die essen kann, geil. Ah, oh, wieder was mit Schoko. Die Nummer 19 von Dr. Oetker, ein Seelenwärme, ein Creme-Pudding. Der wird heute Abend gemacht. Oh, yum, yum. Yum, yum. Was zum Naschen muss auch mal sein. Sagen wir mal, ne? jetzt mal ganz ohne Scherz jetzt, ne? Ich esse mir jeden Abend, kennt ihr diese billig M&Ms, diese Pindas oder Big Bens oder so in diesen Tüten? Jeden Abend esse ich mir da garantiert so eine halbe Packung von. Da sind ja auch Erdnüsse drin. Und dazu noch schön Chips. Oh, ich liebe es. Ich brauche das auch. Und wenn ich das nicht kriege, kriege ich Kopfschmerzen oder ich werde hibbelig oder ich werde aggro. Wirklich geil. Also das ist perfekt. Richtig, richtig cool. Danke. Die Nummer 5 sieht etwas gesünder aus. Von Das Gesunde Plus Immun Protection. Das ist ein Tee. Kräutertee mit Vitamin C, aromatisiert mit Echinacea. Acerola Kirschgeschmack. Okay, was hast du mir zu Nummer 5 geschrieben? Tee braucht man im Winter einfach. Dieser hier stärkt dein Immunsystem. Ja, das stimmt. Tee suchte ich im Winter so unheimlich. Also vielen, vielen Dank, da habe ich Bock drauf. Mal gucken, wenn er mit Kirsche ist, dann finde ich ihn ja noch geiler. Oh, der riecht gut. Oh, der riecht richtig gut. Auch den mache ich mir heute mal. Oh, geil. Dankeschön. Coole Sache. Hierüber muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, denn Schätzelein, genau das gleiche hast du auch in deinem Paket.
Richtig geil. Ja, die Balea Winter Protect Haarbalsam-Maske ist es dann ja, glaube ich, ne? Richtig cool. Ja, die habe ich ja auch geholt, weil, ne? Ist Winter. Muss sein. Nummer 8. Dieser Balsam ist extra für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Ja, das ist sehr, sehr geil. Oh, das riecht auch gut. Das riecht schön pflegend. Oh, da habe ich Bock drauf. Nom nom. Ist das wie eine Maske oder wie ist das? Sanft ins feuchte Haar einmassieren, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und so sorgfältig mit lauwarmem Wasser ausspülen. Cool. Geil finde ich übrigens auch, dass du das ja auch mit auf die Kopfhaut machen kannst. Die meisten Haarmasken, Haarkuren sollte man ja besser nur so in den Spitzen oder in die Längen geben. Und das kannst du dir wirklich auch auf die Kopfhaut geben und das finde ich richtig geil. Hoffentlich kein Nachfetten. Werde ich benutzen, werdet ihr mal in einem meiner Aufgebraucht-Videos sehen. Das hier hatte ich tatsächlich schon mal und finde ich richtig gut. Von Balea Fuß- und Nagelbalsam mit wertvoller Shea Butter und vitaminintensive Pflege für Fuß- und Nagelbereich. Sehr gut. Das finde ich cool. Das hilft. Das pflegt die Füße richtig gut. Werde ich jetzt in der nächsten Zeit nicht so benutzen können, weil ich eine Fußmaske ausprobieren werde. Ich habe immer noch so eine schöne Wunde an meinem Fuß, sodass ich die immer noch nicht austesten konnte. Das ist die Summerfood-Maske, die ich demnächst mal mit euch zusammen testen werde. Es wird aber dauern, bis das Video online kommt, weil die muss ich ja. Erstmal müssen meine Füße heile werden. Dann, ich bin nämlich abgerutscht mit meiner Nagelschere und habe mir volle Suppe in meine Nagelhaut gehauen. Super, ne? Das ist aber wieder zum Thema Tollpatschigkeit. Naja, auf jeden Fall soll man dann während der Zeit keine Fußcreme benutzen, damit sich die Haut so schön schälen kann. Ja, ne? Aber das heißt, die werde ich dann später mal so Richtung Frühling, denke ich mal, so benutzen. Aber die finde ich richtig gut und die riecht auch gut. Nach Shea-Butter, ne? Richtig gut, richtig schön pflegend. Dankeschön. Und du hast mir irgendwas dazu geschrieben, bestimmt, oder? Im Winter bekommt man schnell raue und trockene Füße. Da hilft dir diese Creme. Das stimmt. Ja, dankeschön. Als nächstes habe ich hier die Nummer 4. Und was habe ich da drin? Da habe ich einmal von Balea, achso, da sind zwei verschiedene Sachen drin. Oh, habe ich einmal die 4 drin. Von Balea Professional Glossy Blond One-Minute-Intensivkur. Besondere Nährpflege für bei beanspruchtem blonden Haar. Perfekte Kennbarkeit und strahlendes Blond, naturblondes und blondiertes Haar. Ja, ich bin blond. Da kann ich das sehr gut gebrauchen. Richtig cool. Damit dein blondes Haar auch im Winter strahlt. Ja, das stimmt. Also die Haarfarbe verändert sich im Winter, ne? Bei mir wird das immer so ein bisschen dunkler, geht fast schon ins Gräuliche. Aber naja, richtig cool werde ich heute Abend probieren. Ich werde so einiges heute Abend probieren. Cool, danke. Und dann habe ich von Balea Body Lotion Warm and Cozy Rose und Magnolie. Die habe ich schon so oft verschenkt, aber selber nie gehabt. Richtig cool. Mega, mega geil. Warm and Cozy, was hatte ich denn davon schon mal? Ich glaube, davon habe ich die Seife. Mag ich Mit gerne. diesem Wunderschönen Winterduft kannst du deine Haut verwöhnen. Danke. Da hast du recht. Oh, das riecht gut. Ich mag dieses Blumige ja total gerne, ne? Ach, Dankeschön. Geil. Von Miss Lynn. Ich habe nicht viel von Miss Lynn, weil wir keinen Müller bei uns haben. Und Miss Lynn kommt, glaube ich, von Müller. Das ist Shaping Contour Palette Queen. Oder Shaping Queen Contour Palette. Mega geil. Richtig, richtig geil. Da hast du Bronzer, Blush und Highlighter in einem. Geil. Das ist die Nummer 21, damit du die Shaping Queen bist. Die Shaping Queen, hallo. Ohne Witz, hattet ihr schon mal so Shapewear? So Viecher, wo man sich nachher gefühlt hat wie eine Presswurst? Also, ich habe mir die mal wirklich gekauft, ne? Weil ich habe einfach. Es ist ja, ich bin ein Mensch. Ich habe Konturen und bei mir ist nun mal so, dass man dann vielleicht auch ein bisschen Hüfte hat oder dann auch ein bisschen Hüftgold, ne? Aber das ist vollkommen legitim, sonst würde ich wahrscheinlich erfrieren, wenn ich das nicht hätte. Auf jeden Fall habe ich mir das mal geholt und du fühlst dich wie eine Presswurst. Vor allem, wenn du das anhast, dann fühlt man sich so, als würde das dann unten an den Beinen rausgequetscht werden oder nach oben. Also ganz, ganz, also kann ich, nee, also sowas braucht kein Mensch, Leute. Ihr müsst euch in sowas nicht rein. Quetschen. Das macht auch keine Freude, damit sich dann irgendwie zu bewegen oder hinsetzen. Oh mein Gott, also ich hatte das wirklich auf so einer Hochzeit an mit so einem ganz krassen Kleid, ne? Und ich habe mich furchtbar damit gefühlt. Naja, dann gucken wir uns auch mal dieses mega coole Set an. Ich swatch euch einfach mal die drei Töne. Mach ich mal hier.
Oh, der Highlighter ist cool. Das gefällt mir. Der Blush ist ein bisschen sehr orange, ne? Hui. Mal gucken. Also geht sehr ins Peachige halt rein. Also da bin ich gespannt, werde ich auf jeden Fall benutzen. Dankeschön. Finde ich cool. Als nächstes habe ich hier sehr gut eingepackt von Catrice The Blaze Bronze. Ich glaube, die ist neu, oder? Ist die nicht neu? Ja, geil. Ich hatte ja schon mal eine von Catrice, aber die war nicht so vom Farbschema nicht so meins. Es war mir einfach zu einheitlich, zu nudig. Die hier ist aber jetzt ein bisschen anders. So sieht die aus. Geht auch mehr ins Rötliche, also so ins Lila, ne? Das finde ich echt schön. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Wunderschöne Rottöne für ein schönes Augen-Make-up. Da hast du recht. Das finde ich echt cool. Das passt ganz cool. Ich mache das mal auf. Ja, riecht jetzt so nach nichts. Aber das sind coole Rottöne. Boah, ich will mal ein bisschen was swatchen. Ich habe noch ein bisschen was an den Finger, aber das kriegen wir schon hin. Also mich interessiert. Gucken wir mal zusammen. Dieses hier finde ich interessant. Na. Das. Und das. Und das Light. Ist ja sehr weiß, ne? Sieht schon cool aus. Mal hier. Eins. Ui, die sind ja richtig buttrig. Das ist mal eine schöne Pigmentierung. Das gefällt mir. Cool. Werde ich benutzen. Mega geil. Noch mehr Make-up. Das ist eine Color Corrector Palette. Jedenfalls von den Farben her. Yep. Auch sehr gut eingepackt übrigens. So, auch von Catrice. Oh hier. Mein Mülleimer macht Geräusche. Entschuldigung. Ja, das ist übrigens mein Mülleimer. Für wen es auch irgendwie interessant ist. Ich weiß es nicht. Allround Color Correct Palette. Das ist ja cool. Ich habe ja von Bella Pierre eine Color Correct Palette, aber dieser Grünton ist ja echt krass, ne? Wow. Nummer 16. Was hast du mir denn dazu geschrieben, liebe Jana? Für die ganzen roten und dunklen Flecken, die man im Winter bekommt. Das ist so wahr. Ne? Das Gesicht sieht echt merkwürdig aus. Im Sommer, da kommt die Sonne und aktiviert dann quasi meine Sommersprossen. Dann bin ich da schon mal so ein bisschen bräunlicher. Dann die Haut, die wird irgendwie viel schöner. Und im Winter, da sieht man echt furchtbar aus. Mega cool. Das sind so cremige Töne. Und ja gut, Color Correcting Swatchen, ne? Egal, ich mach's jetzt einfach mal. Grün. Geil. Lila. Das sind eher für die Augenschatten, hätte ich jetzt mal gesagt. Gelb. Und dann nehme ich einen von diesen Concealer-Tönen oder was auch immer. Aha. Grün. Ei, das ist richtig grün. Eieiei. Aber ihr habt es ja auch schon mal gesehen, als ich das mal verwendet habe, ne? Also das ist auf dem Gesicht dann nicht so krass. Beziehungsweise, wenn du nachher Foundation drüber machst, dann ist das alles schön ausgeglichen. Dafür ist es ja auch da. Mega geil. Cool, werde ich verwenden. Vielleicht schmücke ich euch wirklich mal mit den ganzen Sachen zusammen so einen Look. Das wäre doch auch mal eine coole Sache, oder? Das wäre wirklich mal eine coole Sache. Oh ja. Oh ja. Von Balea, ein zarter Reinigungsschaum. Ich glaube, das ist auch neu. Den habe ich noch nie gesehen. Richtig cool. Damit man die ganze Geschichte aus dem Gesicht mal rauskriegt. Mega geil. Ich habe aktuell einen von. Ha. Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Ich blende das hier mal ein. Der gefällt mir nicht so gut, weil der halt so komisch oben rauskommt. Ich hab eigentlich gedacht, wenn ich auf sowas drauf drücke, dann kommt da halt auch so ein richtiger Schaum raus und nicht so grober Schaum. Also ganz merkwürdig, wie das da rauskommt. Ich weiß nicht. Fand ich nicht so gut. Hatte ich in der Box, fand ich nicht so gut. Das werde ich mal ausprobieren. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Schaum finde ich auch mega angenehm. Und dazu hat sie mir geschrieben, damit dein Gesicht intensiv und schonend gereinigt wird. Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass du dir dann nicht irgendwie, weiß Gott, was aufs Gesicht klatscht, sondern dass du da eine sanfte Reinigung im Gesicht immer hast, weil ansonsten ist die Haut irritiert und das tut der Haut einfach nicht gut. Gerade im Winter, da ist die sensibler. Dieses Duschgel hatte ich schon, finde ich geil. Das ist von Nivea, ich nehme es mal eben raus, dann seht ihr das auch besser. Von Nivea eine Pflegedusche Winterwonne mit Kakaobutter, ein verwöhnender Duft, den hatte mir tatsächlich meine Oma mir damals empfohlen, als ich mit ihr im Rossmann war. Mega cool, vielen, vielen Dank. Gutes Duschgel, pflegt die Haut so schön und riecht so geil. So, Nummer 9. Ich persönlich liebe diesen Duft und es ist einfach perfekt für den Winter. Da hat sie so recht. Echt, richtig geil. Ich stehe auf Kakao. Mega geil. Richtig geil. Richtig geil. Riecht mal dran.
Ist ultra cool. Eine Kerze, eine Stumpenkerze, getaucht. Da steht getaucht. Nö, das ist einfach eine Kerze, damit du etwas gemütliches Licht ins Dunkle bekommst. Ja, danke schön. Brauche ich auch, weil ich habe überall, auch im Wohnzimmer, abends, wenn ich da auf der Couch liege, immer schön Kerzen an und alles immer schön gemütlich und chillig. Und ihr seht das ja auch, ich habe hier auch immer so schön Kerzen und eine Lichterkette und ich brauche das einfach so fürs Feeling immer ein bisschen, ne? Ich mag das einfach. Und das ist mega gut, das ist perfekt. Dankeschön. Balea Schönheitsgeheimnisse, eine beruhigende Haarmaske mit Hafermilch. Das ist cool, das hatte ich auch schon mal. Habe ich auch schon mal benutzt. Ich glaube, das fand ich gut. Vom Geruch her finde ich Hafermilch in Ordnung. Also das ist halt ein bisschen getreidemäßig, ne? Auch, ja, ist ja halt auch Getreide, ist ja Hafer. Und pflegt auch wohl. Ja, und das geht halt recht schnell, weil das nur eine Minute drauf sein muss. Mega gut. Vielen, vielen Dank. Richtig cool. Eine beruhigende Haarmaske für das strapazierte Haar. Ja, ich glaube, mit Haarpflege, brauche ich mich echt nicht beschweren. Also da bin ich immer gut versorgt. Da muss ich mir auch nichts nachkaufen. Als nächstes habe ich hier drin von Balea die Maske Pearl and Glow. Verwöhnt die Haut mit Extrakten aus Perlen und Mondstein. Ist schimmernd. Mega geil. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Weiß ich echt nicht. Aber ich freue mich drauf, sowas zu verwenden. Finde ich nämlich richtig cool. Ist das eine Peel-Off-Maske? Nee, das ist keine Peel-Off-Maske. Da bin ich ja echt gespannt. Werde ich ausprobieren. Dankeschön. Für den winterlichen Glow hat sie mir dazu auch geschrieben. Ja, sehr geil. Dann habe ich hier von NYX etwas drin. Oh geil, ich liebe NYX, ne? Habe ich zurzeit sogar eine Verlosung am Laufen. Das hier ist ein Lidschatten. Aber was für eine Farbe. Das ist mal eine Farbe. Hat sie mir da irgendwie einen Tipp zugegeben? Dieser wunderschöne Ton musste einfach mit. Krass. Das ist richtig krass. So, dann gucken wir. Oh, guck mal, da ist ein Schleifchen vorne drauf. Sieht man, das Schwarz ist immer so schwer, ne? Aber hier vorne ist ein Schleifchen drauf. Oh, das finde ich hübsch. Was eine Farbe. Wird geswatcht. Die hat so einen leichten Schimmer auch drin, ne? Ultra. Huiuiui. Sieht man das? Da, den Swatch. Ist aber nicht zu krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass die krasser wäre, so im Fännchen, ne? Aber ist die nicht. Finde ich gut. Kann man dann wahrscheinlich gut aufbauen. Und das ist ja mal eine süße Schleife vorne drauf. Oh, und das kann man dann auch super mit der Catrice-Palette zusammen benutzen. Mega gut. Vielen Dank. Auch dieses Deo habe ich dir in deine Box gelegt. Ja, von Dove Limited Edition Winter Care mit Jasmin und Puderduft. Richtig cool. Mag ich auch gerne. Damit auch deine Achseln eine Winterpflege bekommen. Ja, das ist sehr charmant von dir. Vielen Dank. Nein, finde ich richtig geil. Oh, das riecht auch gut. Aber oh, das war jetzt zu tief eingeatmet. Das ist ein bisschen trocken, ne? Jasmin und Puderduft, das riechst du auch. Also dieses Pudrige, ja. Ist halt trocken. Aber es muss ja auch sein. Und Jasmin ist halt echt schön. Ich mag den Jasminduft einfach auch gerne. Danke. Was haben wir hier? Von Trended Up Color Protect Lip Stylo. Ach cool. Von Trended Up habe ich ein Fixing Spray. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts von denen. Shame on me. Diese Marke geht fast komplett an mir vorbei, ne? Diese Farbe ist so schön und passt perfekt zum Winter-Make-up. Na, da gucken wir doch mal. Oh, guck mal, das ist so einer zum Rausdrehen. Hat keinen Geruch. Oh ja, ist ein schöner Rosenholzton, ne? Der gefällt mir auch gut. So einen ähnlichen trage ich jetzt auch gerade auf den Lippen. Jetzt habe ich nämlich gerade den von Benefit aus der Benefit-Box drauf. Auch mega geil. The Real heißt der, glaube ich. Ja, mega cool. Vielen, vielen Dank. Richtig geil. Das rundet mein Winter-Make-up dann echt schön ab. Oh, eine neue Mascara. Mega, mega gut. Von Manhattan. Volcano Explosive Volume. Geil. Mascara Waterproof. Das gefällt mir. Eine neue Mascara. Ich habe ja nicht genug. Aber egal. Mega gut. Die Manhattan Volcano Mascara ist super. Sie macht Volumen und ist gleichzeitig wasserfest. Ultra. Oh, ein sehr trockenes Bürstchen. Riecht ganz gut. Geil. Da freue ich mich drauf. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, mit den Produkten kann ich echt einen kompletten Look schminken. Mega.
Das habe ich auch. Ich habe ja auch den Rituals Adventskalender gehabt. The Ritual of Namaste Hydrate. Das ist eine Ampulle. Mega gut. Ich weiß gar nicht, ob ich meine schon verwendet habe oder ob die noch bei meinen Backups ist. Aber die muss ich definitiv jetzt im Winter mal verwenden, ne? Damit deine Haut im Winter genug Feuchtigkeit bekommt. Oh ja. Feuchtigkeit braucht die sowas von. Vielen, vielen Dank. Richtig, ich glaube, ich Geil. sage nach jedem Schritt vielen, vielen Dank. Richtig geil, ne? Ist ja aber auch so. Es ist richtig geil. Und ich bedanke mich auch mega von Herzen. Ich finde es ultra. So, dann habe ich hier etwas drin. Oh. Auch cool. Von Max Factor. Da hatte ich mal einen Bronzer von. Das ist ein Kompakt-Blush in der Farbe 15 Seductive Pink. Mit meinen Fingernägeln kriegst du nichts auf. Muss man den. Nee, den musst du eigentlich hochklemmen. Oh! Doch, ging. Okay, der sieht ja witzig aus, ne? Riecht nach nichts. Aber der ist schön pudrig von der Konsistenz her. Oh, herrlich. Denke, dass der noch, ja, ein Stück weit besser passen wird als der peachige hier oben. Der peachige ist etwas mehr was so für den Sommer. Und so ein Rosenholzton ist für mich, also meiner Meinung nach, eher sowas für den Winter. Da kann man das dann so ein bisschen rosenholzmäßiger auf den Wangen gestalten. Ein bisschen dunkler halt, ne? Ja, mag ich leiden. Vielen, vielen Dank. Und der ist ja wunderschön. Ei, 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 der gefällt mir. Was hast du mir denn dazu geschrieben? Passend zum Lidschatten ein Blush, um im tristen Winter frisch zu wirken. Ja, danke. Das muss auch sein. Wenn man schon nicht so frisch wirken kann, dann wenigstens durchs Make-up. Das Letzte ist einfach riesig, ne? Das ist ein Kirschkernsäckchen. Mega gut. Ich hatte mal so ein Kirschkernsäckchen oder so ähnlich wie Kirschkern, weiß ich nicht. Hat bei mir nicht so funktioniert. Also meins, ne? Das ist halt in dem Sinne nicht warm geworden. Fand ich total traurig. Aber da hoffe ich auf Besserung. Weil ich finde Wärmflaschen immer ein bisschen kritisch. Weil ich hatte das schon öfters, dass mir die Wärmflasche im Bett ausgelaufen ist. Wenn du dir halt nachts eine Wärmflasche machst. Und wenn du dann aufwachst durch die Nässe, dann denkst du, du hast ins Bett gemacht, ne? Mit 29 Jahren. Das ist schon blöd. Aber letztendlich ist deine Wärmflasche nur ausgelaufen. Aber trotzdem, es ist ein unangenehmes Gefühl. Deswegen finde ich Kirschkernkissen und sowas viel, viel besser. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Mir ist jetzt gerade nicht kalt. Wie gesagt, es sind draußen 15 Grad. Aber mega geil. 22 mal 25 Zentimeter und ganz viel Kirschkerne. Das ist auch echt schwer. Mega geil. Und du kannst es sogar als Kältesäckchen verwenden, steht hier hinten drauf. Moah. Dankeschön. Was hast du mir denn dazu geschrieben? Bei diesem grauen, kalten Winter kann etwas Wärme nicht schaden. Da hast du recht. Vielen, vielen Dank. So, die Box ist leer. Mein Tisch ist voll mit wundervollen Sachen. Liebe, liebe Jana, vielen Dank. Also ultra geil. Mit den Schminksachen muss ich einen Make-up-Look schminken. Nicht heute, weil ich bin geschminkt, aber die Tage mal. Richtig cool. Ja, ich hoffe, dir gefällt auch das Paket, was ich dir geschickt habe. Ich bin ganz gespannt. Du hast ja gesagt, du hast keinen YouTube-Kanal, aber du würdest es gerne auf Instagram auspacken. Ich bin gespannt. Sag Bescheid. Ich schaue mir das sowas von an. Bin sehr gespannt. Vor allem, weil das eine oder andere doch tatsächlich sowohl, ne, also gegenseitig so gewandert ist. Richtig witzig. Ja, ja, cooles Tauschpaket. Hat mir gefallen. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Vor allem du, liebe Jana, denn das war mega geil. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich so aufgemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!